Kuckuck, wer ist denn da hinter dem Schild? Ha! Es ist Link! Hi Leute, willkommen zu einem weiteren Skyward Sword Part hier mit mir. Und ihr seht schon, ich habe Headset diesmal auf. Einfach, warum nicht, ne? Dieses Let's Play kann ich sowieso nutzen, um ein bisschen Sachen zu testen für spätere Let's Plays. Die Dinger können sich irgendwie auch wieder regenerieren, habe ich vorhin mitbekommen. Und das war sehr interessant, wie die das machen. Ja, das Rauschen meiner Stimme ist jetzt weg und ich hoffe, dass die Cam nicht mehr so oft verzögert. Also, ja, ich habe ein bisschen da reingeschaut und es sollte jetzt alles schön passen. So, wir sind hier stehen geblieben in diesem Spiel mit unserem kleinen Macher. Mascha. So, und jetzt gehen wir weiter. Wir müssen das wahrscheinlich runter bewegen. Badadumblam. Neues Secret Way. Oh. Du hast einen Bernstein-Halbmond erhalten. Niemand weiß, wie dieses bernsteinfarbene Kleinod seine endgültige Form erhielt. Das ist interessant. Okay, das ist ein Collectible. Also muss ich. Oh Gott, warte, lass mich mal kurz ins Menü. Lass mich mal bitte kurz ins Menü. Lass mal sehen. Also, wir müssen alle Käfer sammeln irgendwann. Alle vier, was auch immer das ist. Und alle von den besonderen Items. Und das ist eins davon, der Bernstein-Halbmond. Ein bernsteinfarbenes Item, das überall gefunden werden kann. Handwerker können daraus alles Mögliche anwenden. Ach so, okay. Also ich glaube, die rechts, diese Tabelle diese mit Sachen, die hier sind, ist, glaube ich, nur für Traden. Und das hier ist für Collecten oder so. Vermute ich mal. Wie gesagt, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich spiele es gerade blind. Aber das wisst ihr alle schon. Muss ich ja gleich erzählen. So, hier kann ich noch ein bisschen mit der Steuerung üben. Ihr wisst, ich bin noch nicht ganz drinne. Die explodieren irgendwann. Ja, stimmt. Ah, Moment, das ist eine Abkürzung hier. Das ist eine Abkürzung. Moment, müssen wir hier lang oder müssen wir woanders lang? Wenn wir auf die Karte... Wenn wir auf die Karte schauen, dann werden wir sehen, dass es hier hinten eigentlich noch weitergeht. Hier. Ja doch, hier ist noch was. Vielleicht geht es ja doch weiter. Hm. Finden wir es heraus. Yeah. Wow. Okay. Nimm das Ding. Hol dein Schwert raus. Wir sehen an. Und ja. Yeah! Das hat nicht gut funktioniert. Ignorieren wir ihn einfach und Ich sehe schon. Ach ja, ja klar, das kann er einfach tragen, ne? Das kann Link einfach tragen. Klar, könnte ich auch, ne? Mit so einem Gewand kann ich alles tragen. Alter, die Links aus allen anderen Teilen wirken mir gerade so schwach, weil dieser Link aus dem allerersten Teil, der konnte ja alles ohne irgendwelche Items. Und die anderen Links brauchen immer so ein Kraftarmband, weil die so Schwächlinge sind. Aber der Link, er ist das nicht. Ha! Er ist kein Schwächling. Lange nicht. Er ist schon lange kein Schwächling mehr. Was war das für ein Geräusch? Oh, das bist du. Hey. Was soll das denn sein hier? Ha! Einfach wild herumwerfen. Und das funktioniert tatsächlich irgendwie aus irgendeinem Grund. Was? Mein Schild ist zerbrochen? What? Wie soll ich denn jetzt bekämpfen? Oh, Moment. Ich habe eine Idee. Aua, ich sterbe gleich noch. Fuck! Mein Laser ist weg. Bam! Das hat nicht geklappt, Leute. Ich brauche schnell Heilung. Ist hier irgendwo Heilung? Oh mein Gott. Nicht irgendwo Heilung. Was mache ich denn jetzt? Ich wollte eigentlich versuchen mit so einem Laserangriff. Das klappt. Das klappt doch bestimmt. Moment, das gehen wir hin. Nee, oder? Ich glaube nicht. Findet ihr es besser, wenn ich meine Kern... Scheiße, Alter. Scheiße. Okay, lass es einfach sein. Das ist gerade passiert. Ja, mein Schild ist kaputt. Was soll ich machen, wenn mein Schild kaputt ist?
Ich hab nicht erwartet, dass es so schnell kaputt geht. Ich muss schnell weg von diesen Octoroks, Alter. Die haben mich ja gerade umgebracht. Oh Gott, ist das peinlich. Es tut mir so leid, dass ich so schlecht bin. Ich gebe wirklich mein Bestes, okay? Oh Gott, sag mir nicht, die Vogelstadt, du könntest mich einfach heilen, oder? Und ich hätte ja einfach nur lang gemusst. Nice. Mir wurde mal gesagt, dass es in dem Originalspiel so ist. Jedes Mal, wenn man das Spiel startet und man ein Item aufsammelt, egal was es ist, ein Rubin oder ein neues Item, dass dann jedes Mal Link diese Lalalala-Pose macht. Und das soll wohl ziemlich nervig gewesen sein. Das soll hier wohl weg sein. Und ich stelle mir das richtig nervig vor, tatsächlich. So, wo sind wir jetzt hier? Bin ich überhaupt richtig? Oh ja, ja, ich wusste es. Einer davon ist so ein ekelhafter. Okay, einfach ignorieren, denke ich mal. Ha! Muss doch irgendwas Gutes sein, was ich benutzen kann, oder? Bleib. 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 Sitzen. Schöne Aussicht, oder? Das ist doch wunderschön. Ich bin immer noch angepisst, dass ich meine Fee verschwendet habe. Ich bin noch nicht Game Over gegangen. Das zählt für mich nicht als Game Over. Ich habe meine Fee benutzt. Also bin ich nicht gestorben. Gut, das hat ohne Anwiesen geklappt. Ach, jetzt kriege ich Herzen. Klar, natürlich. Konnte ich ja auch vorher nicht bekommen. Ist ja unmöglich gewesen. Was ist das jetzt hier? Recher. Nein, du sitzt darauf. Oder geht das nicht? Vielleicht geht das auch gar nicht. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich spring mal ab. Nee, warte. Von dir bin ich gekommen. Ich glaube, von da bin ich gekommen. Hä? Ist gerade ein bisschen verwirrend. Das sind Vögel, können wir auch nicht sagen, oder? Vögel? Nein? Vielleicht die Gegenrollen. Seht ihr noch irgendwas? Vielleicht kommen da irgendwelche Bienen raus und bringen mich um. Das wäre ja lustig. Würde ich lachen, haha. Nee, hier passiert gar nichts. Komisch. Wir müssen doch hier irgendwie lang können, oder? Nee. Fall, kannst du mir helfen? Du hast mich gerufen, Gebieter. Nächstes Ziel. Wo muss ich lang? Zelt ist am Leben, doch sie scheint auf dem Weg. Boah, momentanes Spielzeit. Boah, das ist super, dass ich das jetzt weiß. Dankeschön. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Peter Dumm Blam? What? Gibt's hier unten irgendwas? Was ist das denn hier? Ah, das haben wir schon. Na gut. Können wir hier hinter? Wo geht's lang? Geht es hier lang? Die Tür ist versiegelt und lässt sich nicht öffnen. Danke. Das hat mir weitergeholfen. Hier ist ein Käfer. Ich habe einen Käfer. Du hast einen Firo-Riesenkäfer gefangen. Wird der Panzer dieses Insekts poliert, gewinnt es an Stärke. Es zählt zu den kräftigsten aller Insekten. Krass, ich glaube, hier fängt unsere 100% Completion Liste an. Ja, so ziemlich. Jetzt mal ohne Witz, wo geht's denn lang? Ich dachte, ich könnte hier vielleicht rüber mit dem Seil. Sieht halt so aus. Vielleicht geht das auch irgendwie. Ja, nee, du sollst ja nicht hier abhängen. Oh Gott, das sieht komisch aus. Nee, ich glaube, das geht sogar gar nicht. Oh, warte. Geht's hier lang? Oh, sag mir nicht, es geht hier lang. Und ich bin die ganze Zeit irgendwo woanders gewesen, oder? Oh Gott, doch. Ich glaube, es geht hier lang. Hey, was hat er auf mich geschmissen? Bro, was soll denn das hier? Hä? Stress? Kann ich mal gut spielen in dem Spiel? Ich habe keine Lust, jetzt Game Over zu gehen. Komm her. Hey! Arschloch! Na, gibt er mir nur Geld! Hier ist übrigens Geld. Nehme ich mal mit, ne? Gönn ich mir, klar. Ich
glaube, hier geht's lang. Oh Gott, ich habe mich jetzt seit 3 Minuten oder so nach dem Weg gesucht. Bin überall nochmal gewesen. So, tschüss. Ist hier noch irgendwas? Nee, ich glaube, hier ist nichts mehr. Gehen wir aber weiter und hoffen, dass ich, dass ich nicht sterbe. Und dass ich mich vielleicht besser anstelle in diesem Spiel. Aber naja, ich muss das Spiel halt noch ein bisschen lernen. Das passiert halt einfach. Wieso kann ich die eigentlich nicht fangen? Ich kann nicht schneller sein als die. Ist ein bisschen komisch. Oh Gott, was mache ich hier? Was mache ich hier? Aua, nein! Ach man. Ich kann die nicht einfach... Wenn die mich jetzt wieder killen, ich bin Game Over. Ich muss alles neu machen. Gib mir Leben! Herzen! Schnell! Aber Dalli Dalli. Was bist du hier? Nichts. Toll. Ich bin hier hoch. Was ist hier oben? Ich glaube, das wird eine sehr komische Folge zum Schneiden sein, aber... ich muss mich halt noch ein bisschen erkunden. Mein Gott, diese Viecher sind so nervig. Ich kann sie halt nicht angreifen. Ich kann nichts gegen sie tun. Sie haben die Überhand. Was soll ich denn bitte machen? Ich habe kein Schild mehr. Ich kann nichts tun. Ich kann den Rasenmäher spielen. Mehr kann ich nicht. Ich gehe mal hier runter, oder? Ja, komm. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Hä? Wo bin ich hier? Ups. Aufheben? Oh, du darfst mich nicht essen! Gombo ist nämlich völlig geschmacklos! Oh, renn lieber weg! Was? Du siehst eigentlich nicht aus wie ein Ungeheuer! Ein blondes Mädchen? Gombo hat seinen Kopf im Boden vergraben und daher nichts gesehen. Mein Name ist Gombo. Schön, oder? Sag mal, kannst du unserem Häuptling ausrichten, dass es Gombo gut geht? Die Gefahr scheint hier noch nicht vorbei zu sein. Gombo geht lieber mal wieder auf Tauchstation. Okay, anscheinend ging es hier weiter und ich hab's aus Zufall herausgefunden. Ich meine, natürlich mit meinem Skill habe ich es herausgefunden, ja. Und jetzt... Ja, jetzt gibt mir mal ein paar Leben hier. Rasenmäher kriegen. Alle Rasenmäher kriegen. Herzen. So kenne ich das. Ach man. Ich brauche dringend Herzen, Alter. Hä? Was? Was? Ich bin wieder ganz am Anfang? Why? Ich merke schon, diese Folge hat so überhaupt keinen Aufbau. So, ich läuf einfach durch die Welt rum. Laber, wie schlecht ich bin. Und das ist die Folge hier. Ich speichere mal. Mach's lieber mit dem Stick. Das ist viel besser. Ich speichere mal kurz ab, bevor ich hier noch down gehe. Ja. Und dann alles neu machen muss, weil jetzt haben wir schon Progress, den ich nicht verlieren möchte. Und ich müsste dann die Folge neu aufnehmen, da habe ich auch keine Lust drauf. Ja, allgemein so. Vielleicht kennen das andere YouTuber von euch, andere Let's Player vor allem. So Folgen neu aufzunehmen ist halt echt kacke. Macht überhaupt keinen Spaß. Also hast du die erste Folge von Let's Player aufgenommen oder bist sogar mittendrin? Das ist ja das Schlimmste, wenn du irgendwie mittendrin bist und es gab da viel Content in der Folge und dann musst du alles neu aufnehmen. Das ist kacke. Das ist einfach kacke. Aber das passiert manchmal. Boah, unter uns Let's Playern. Dass irgendwie was schief geht. Ich versuche jetzt mal wegzurennen von den ganzen Viecher. Oh, die ganzen Viecher. Da oben ist irgendein Stein, aber ich weiß nicht, ob ich da irgendwann rankommen kann. Gucken wir mal kurz weiter. Zum Beispiel hier hätte ich das gesehen. Hätte ich jetzt so eine schnelle Abkürzung machen können, aber das habe ich gar nicht bemerkt. Wo ist denn das überhaupt? Ich glaube, meine Dings ist nicht mehr richtig. Wo ist denn das hier? Ach, direkt am Anfang. Ja, okay. Das macht alles natürlich Sinn. Ja,
Ja, das macht alles Sinn. Das macht alles Sinn. Aber das sagt mir immer noch nicht, wo es lang geht. Aber hier unten gibt es ein Loch, wo man drunter kriechen kann. Das sieht so immer noch so komisch aus, finde ich. Ich weiß nicht, wie es für euch aussieht, aber ich finde das irgendwie voll komisch, wenn Link auf einmal so ein Third Person ist. First Person meine ich. Jetzt sind wir Third Person. Da sind ein paar Mistviecher. Kann ich langsam an einen rankriechen und den vielleicht backstabben oder so? Nee, das funktioniert nicht. Oh Gott! Stechen! 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 Das funktioniert nicht! Ich muss immer neu kalibrieren. Ich muss das sehr oft machen. Okay. Wirbel war ganz gut. Oh Gott, ich hätte den da backstabben können. Das habe ich leider jetzt verfehlt. Ha! Nice! Naja, gut. Vielleicht sind hier noch ein paar Herzen und nicht nur Rubine. Please. Rubine sind zwar schön und gut, ne? Ein bisschen Cash, ein bisschen Money. Aber tatsächlich hätte ich jetzt schon lieber gerne. Bam, bam, bam! Etwas Hearts. Ein paar Herzen. Bitte. Bitte habt mich lieb und gebt mir eure Herzen. Nee, kriege gar nichts. Na dann. Oh. Oh. Ein Rubin. Nice. Für den Rubin gehe ich extra nochmal zurück, ja. Gott, was ist denn wieder hier? Das ist eine Zitadelle oder so? Das ist eine kaputte. Das sieht zumindest so aus, finde ich. Bam! Bam! Hey! Hey! Haha! Irgendwann funktioniert der Wirbel immer. Jetzt aber die Viecher. Alle nervig. Hey! Der scheißt mich einfach an! Was soll das? Der scheißt mich einfach an! Also Manieren haben die, das gibt's nicht. Komm her. Yes. Geh noch down, Alter. Ich geh noch freaking down. Das Spiel ist nicht schwer oder so. Ich bin einfach nur schlecht. Weil ich muss das Spiel noch ein bisschen lernen. Oh Gott. Das ist schon peinlich, mein Gameplay, aber hey. Jeder hat mal irgendwo angefangen, denke ich mal. Ich habe noch nie so eine Art Spiel gespielt mit solchen Controls, also lasst mich bitte, danke. Ich hatte ihn doch. Ich war doch auf ihn drauf. Komisch. Okay, keine Ahnung, wo es lang geht. Da oben ist auch irgendwas. Hier ist auch Wasser ganz viel. Gehen wir erstmal in dieses große Gebäude rein. Ich glaube, hier passiert irgendwas Magisches, habe ich recht. Irgendwas Cooles wird hier noch passieren. Hey! Wie geht's, Schnucki? Ha! 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 Ah, funktioniert! Das war voll das, was ich gemacht habe. Richtig, genau. Es gibt auch Button-Controls, aber die funktionieren, glaube ich, nur, wenn man mit Controller spielt. Außerdem, ey, ich möchte ein bisschen flexen mit den Dingern, also brauche ich das nicht. Oh, was gibt's denn, Fall? In dieser Umgebung spüre ich die Aura Zeldas kaum. Ich empfehle daher, an einem anderen Ort weiter zu suchen. An einem anderen Ort? Okay. Aussichtsplattform sind wir jetzt. Ja, ich bin mir sicher, dass ich speichern will. Dass sie das jedes Mal fragen müssen. Gott. Gott. So, und jetzt? Können wir da hochrennen? Nee. Das ist ein Seil, das wir vielleicht runterkriegen können mit irgendwas. Können wir das vielleicht anvisieren? Nee, funktioniert nicht. Das Ding ist halt, auf der Karte sagt er mir halt auch nicht an, wo es lang geht. Also ja, ich weiß. Ich soll irgendwie hier in die Mitte. Ich bin so ein schlafender Dude, aber ich komme da nicht hin. Ich weiß nicht, wie ich mit Seilen hochgehen kann. Das soll ja hier hoch. Hier. Da soll ich lang. Dort soll ich hoch.
Aber wie mache ich das? Hier gibt es irgendwas Gelbes, aber das ist, glaube ich, nur hier dieser Baum. An diesem Baum kann ich ja nicht vorbei. Nee, das ist nicht der Baum. Das ist das hier. Das ist die Rutsche. Von der anderen Seite der Rutsche, hier oben, kann ich dann... Oder? Geht das? Alter, lass mich mal gucken. Wo war das jetzt? Nee, das geht doch nicht. Von hier nach da? Wie denn? Mit einem langen Sprung. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Nö, das funktioniert nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich denke mal, ich soll da weitermachen, aber... No, I don't know, man. Vielleicht soll ich hier unten tauchen? Kann ich tauchen? Ich weiß nicht, wie ich tauche, wenn ich tauchen kann. Nee, ich glaube, ich kann nicht tauchen. Ich kann aber unendlich schwimmen, anscheinend. Okay, sehr interessant. Da oben ist aber auch eine Abkürzung zu irgendwas. Wo geht's denn lang? Hier gibt's auch nichts. Wüsste nicht mal, wie man da hochkommt. Hier war auch nichts, oder? Ich glaube, es kriegt gar nichts. Nee, das ist ja nur zum langsam Landen. Da habe ich keinen Volldamage bekommen. Ich habe keine Items, womit ich hier rüber kann. Es gibt nichts, was ich habe. Ich habe einfach nichts. Schaut mal. Das Spiel will ja unbedingt, dass ich hier lang gehe. Also zu diesem Dude, mit dem rede. Aber wie komme ich da hin? Von der anderen Seite geht es halt nicht. Von hier würde es theoretisch gehen, wenn ich wüsste... Wieso hat mir keiner von euch gesagt, wie das funktioniert? Ich möchte nicht drüber reden. Ich möchte nicht drüber reden. Alter, hat der einen Hintern. Ho, ho, ho. Kennst du mich? Ich bin Räubers, der Halbling der Q. Du hast es tatsächlich geschafft, meine perfekte Tarnung zu durchschauen. Ich bin beeindruckt. Wer so etwas schafft, hat ein Anliegen. Was ist deines? Nachricht überbringen. Was? Bist du etwa Mitgliedern meines Stammes begegnet? So, so. Mascha und Combo geht also gut. Aber noch ist der Wald voller Monster. Ich kann hier nicht weg. Was sagst du da? Du suchst ebenfalls noch jemanden? Nun, ein Mädchen mit blondem Haar war gerade erst vorhin bei mir. Aber im Augenblick habe ich ganz andere Sorgen. Der Wald ist außer Rand und Band. Meine Gefährten, über diesen Schlamassel habe ich das blonde Mädchen ganz vergessen. Tut mir leid, aber zwei meiner Gefährten musst du noch finden, um mich zu beruhigen. Vielleicht fällt mir dann wieder ein, was mit deiner Freundin geschehen ist. Zufällig fällt ihm das dann wieder ein, ne? Der Halbling ist leider nicht mehr in Zeldas Nähe, aber ich bin sicher, dass er etwas weiß. Wenn du die versteckten Q suchst, besteht eine Wahrscheinlichkeit von 85%, dass du von ihm etwas über Zelda erfährst. Ich habe die Präsenz der Q zu deiner Aurasuche hinzugefügt. Oh, das ist sehr nützlich, danke. Soll ich dir erklären, wie du es hier deine Aurasuche festlegen kannst? Nein. Bereits gefundene Q sind auf der Karte markiert und werden von der Aurasuche nicht mehr erfasst. Beginne jetzt mit der Suche. Hatte ich vor. Die neue Aurasuche. Auren der Q. Und das Ding kann ich eigentlich jetzt von der Map wegmachen. So. Wo gibt's denn noch einen? Hier. Hier drunter? Ja, hier runter, oder? Hier ist bestimmt einer, oder? Locker. Aber jetzt, weil ich so lange geguckt habe, wie es weitergeht, ist leider die Aufnahme gleich schon verändert. Also. Naja, ich würde dann sagen, dass wir die in der nächsten Folge suchen. Ja, rüst aus, Mann.
Yes! Zum Glück hat die Folge dann doch noch ein Happy Ending. Ich hab meine Flasche mit meiner Fee wieder. Ah, was eine chaotische Folge, ey. Oh Gott. Wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge von Zelda Skyward Sword. Oh.